Alle Spiele der Regionalliga West exklusiv auf Sporttotal. In der unteren Tabellenhälfte dann die Plätze 10 bis 17, die auch eng zusammen sind, wo das für beide hier ein wichtiges Spiel ist. Wer hier verliert, steht in jedem Fall auf einem Abstiegsplatz nach diesem Spieltag. Wer gewinnt, kann sich bis auf Platz 12 nach oben arbeiten. So eng ist es. Und da ist es dann auch ganz eng. Auch Wattenscheid, die sich ja mit ihren Last-Minute-Siegen unter anderem auch beim ersten FC Düren rangearbeitet haben, und abgeschlagen ist dann nur der SV Strahlen. Und jetzt laufen die Mannschaften ein. Der erste FC Bocholt in weiß mit den schwarzen Hosen und der erste FC Düren komplett in blau. In der Partie in Wiedenbrück in der vergangenen Woche, wo gar nichts zusammenlief, muss man ganz klar so sagen, beim ersten FC Düren. Brasnic mit dem Ball in die Spitze. Und die zweite Möglichkeit. Und Owusu mit dem Abschluss und dem 1:0 nach 51 Sekunden für den ersten FC Düren. Aber was für ein Abwehrbock vom ersten FC Bocholt. Owusu bekommt den Ball da in die Füße gespielt. Und dann steht es 1:0 für die Gäste aus Düren. Schauen wir nochmal drauf. Die Szene scheint schon bereinigt. Aber es ist Jeffrey Obst, der Owusu den Ball in die Füße spielt. Und der sagt Dankeschön und schiebt ein zum 0:1. 51 Sekunden. Was für ein Blitzstart für die Mannschaft von Boris Schommers. Simões Ribeiro bringt den Ball in Richtung Seitenlinie, in Richtung Lorch. Obst, der jetzt dringend mal eine gelungene Aktion braucht. Simões Ribeiro, das ist gut gemacht für Marvin Lorch. Jeffrey Obst könnte den Ball reinbringen, findet er einen Mitspieler, zurückgelegt und die Abschlusschance. Gar nicht schlecht gemacht. Simões Ribeiro findet da Lorch, der sich da davon gestohlen hat. Der bringt den Ball zu Platzek und der Abschluss noch abgefälscht. Gibt die Ecke, gute Gelegenheit. Bocholt macht das aber ganz in Ruhe, auch wenn sie immer noch die Überzahl haben. Möchte die wohl strukturiert ausspielen. Ist natürlich davon auszugehen, dass bei der nächsten Unterbrechung gewechselt wird und Düren dann wieder vollzählig ist. Aber so weit sind wir noch nicht. Marc Beckert mit der Flanke und Platzek jagt über den Ball und Lorch mit dem Kopfball. Bocholt auf jeden Fall mit viel mehr Ballbesitz in dieser Partie. Müssen das Spiel machen. Immer wieder kommt der Antrieb über Simões Ribeiro im Mittelfeld. Der dann versucht, die Offensive mal einzusetzen. Aber auch Marc Beckert wird ein wichtiger Faktor im Spiel. Platzek kommt noch an den Ball. Und jetzt der Abschluss ansatzlos von Abel. Und prinzipiell erwarte ich Gefahr bei Standardsituation, bei auch ...25 Meter circa, aber recht zentral. Probiert es eigentlich mit der Flanke nach außen, aber kommt in die Mitte und das muss doch der Ausgleich sein. Der Ball ist im Tor, aber es war eine Abseitsposition. Die Fahne ist oben, der Treffer zählt nicht, auch wenn das jetzt erst hier verstanden wurde, da die Tormusik schon lief. Der Ball war drin, aber die Fahne sehr schnell oben. Schauen wir uns die Szene nochmal an. Freistoß kommt. Und dann war da die Abseitsposition, nachdem Platzek den Ball daneben grätscht. Huglar rutscht da weg. Kein Foulspiel. Vincent Geimer auf dem Weg nach vorne. Der hat Tempo. Und einiges am Platz vor sich. Die Reingabe dann aber zu ungenau. Da muss er mehr draus machen. Zweiter Ball, Adam Matuschik. Raus auf Owusu. Matuschik startet in die Mitte ein. Owusu nimmt aber Omar Basic mit und Matuschik. Und starke Parade von Sebastian Wickel. Aber es gibt die Ecke für Marc Prasnic.
Ball kommt in die Mitte. Da kommt aber kein Dürner ran. Ball ist aber durchgeklärt und Latte mit der Hacke von Marvin Steiger verpasst hier um Haaresbreite ein absolutes Traumtor der Innenverteidiger. Da kann Bocholt den Ball nicht entscheidend klären. Dann kommt der durch Ping-Pong nochmal rein und Steiger irgendwie ran und hat dann Pech, dass er den Ball an die Latte setzt. Glück für Bocholt in dieser Szene. Gibt aber sein Amt als Standardschütze erstmal ab an Marko Stojanovic, der den Freistoß jetzt bringt an den zweiten Pfosten. Goralski verlängert und das ist gar nicht so schlecht. Mika Andrats. Bisher waren die ja noch nicht so erfolgreich, seitdem sie Hamza Salman tritt. Wie sieht es beim dritten Versuch aus? Ja, der wird verlängert. Owusu am zweiten Pfosten hat da ein bisschen Platz. Chippt den nochmal rein. Aber ein Abschluss kommt nicht zustande. Und jetzt bekommt Bocholt die Pille erstmal raus. Aber auch nicht final. Owusu mit der Hereingabe. Und das könnte das 3:0 sein. Das ist das 3:0 für den ersten FC Düren in der 74. Minute durch Ismail Harnafi. Erstes Tor in dieser Saison für den Joker. Bocholt kann die Ecke nicht final klären und da hat er viel zu viel Platz. Beckert lässt ihn völlig alleine und dann bringt er den Ball frei vor Winkel im Tor unter. Und das dürfte der Deckel auf dieser Partie sein. In dem Fall aber nicht erfolgreich. Marc Beckert. Malik Fakro. Der müsste eigentlich viel weiter vorne stehen, um die Dinger dann noch reintricken zu können. Jetzt Wakamia mal mit dem Abschluss. Das war wenigstens mal mutig. Der ist bemüht. Bringt den Ball nochmal in die Mitte. Dann rauscht er aber an allen vorbei. Düren sichert den Ball und das dürfte es gewesen sein mit dieser Partie. Marco Goldmann hat die Pfeife im Mund. Der erste FC Düren schlägt den ersten FC Bocholt mit 3:0. Das war eine super effektive Vorstellung der Gäste und vor allem im zweiten Durchgang ein blutleerer Auftritt der Gastgeber. Ja, schönen guten Tag zusammen. Ja, zuerst einmal sind wir natürlich sehr, sehr froh und glücklich, dass wir heute dieses Spiel für uns entscheiden konnten. War für uns ein sehr wichtiges Spiel, genau für den Gegner, aber wir hatten eine ähnliche Situation letzte Woche, da ist es nicht so gut für uns gelaufen, umso wichtiger, dass es dann heute für uns so gut gelaufen ist. Wenn wir kurz aufs Spiel eingehen, glaube ich, war das Ziel heute natürlich für uns, ab der ersten Minute gut ins Spiel zu kommen, das ist uns irgendwie auch gelungen. Natürlich spielt uns dann in die Karten, dass wir nach 53 Sekunden mit der ersten Chance im ersten Angriff 1:0 in Führung gehen. Waren aber aus meiner Sicht, das war ganz wichtig und noch wichtiger, heute, wie gesagt, bissig in den Zweikämpfen, aggressiv im Spiel und gehen dann auch mit der ersten Standardsituation 2:0 in Führung. Also das waren die beiden Schlüsselerlebnisse in der ersten Halbzeit, wo wir es, glaube ich, aber auch gut gespielt haben. Interessant wurde es dann, wie es nach der Halbzeit ist, als wir rauskommen, dass wir halt da weiter draufbleiben. Habe jetzt nicht so viel gesehen, wo ich sage, dass es gefährlich wurde. 2-3 ordentliche, gute Chancen hatte der Gegner auch. Und wir müssen aber schon früher das 3:0 machen durch Adam Matuschik oder der Lattentreffer von Steiger. Dann ist das Spiel schon früher entschieden. Ja, machen dann das 3:0 und, glaube ich, gehen heute auch als verdienter Sieger vom Platz. Vielen Dank. Ja, erstmal Glückwunsch an Düren, die hier ein 6-Punkte-Spiel gewonnen haben. Also ich hatte auch vorher eindringlich davor gewarnt, dass Düren ja sehr, sehr gut bei Standards ist und wir haben überhaupt nicht gut ins Spiel gefunden. Für uns war das natürlich ja katastrophal mit dem 0:1 in der ersten Minute. Wir waren dadurch total verunsichert, hatte ich das Gefühl, und haben dann immer wieder leichte Ballverluste auch gehabt, die Düren absolut ins Spiel gebracht haben.
Und ja, wenn du dann kein Glück hast, kommt auch noch Pech dazu, sodass du dann das Abseitstor noch aberkannt bekommst. Und ja, Düren hat verdient gewonnen heute und wir haben verdient verloren. Für uns heißt es, wir müssen weiterkämpfen. Und wir schaffen es irgendwie nicht, diesen Befreiungsschlag mal zu landen, in so wichtigen Spielen dann einen Dreier zu holen, weil eins ist auch klar, wenn wir jetzt zwei richtig gute Leistungen in Folge gebracht haben mit dem Spiel Oberhausen und Meerbusch, dann sind wir jetzt im Pokal weiter. Aber durch die Niederlage heute hat uns der Oberhausen-Punkt natürlich nichts gebracht. Also von daher bringen wir uns immer mit solchen Sachen nochmal in die Bedrohle, dann wieder in den nächsten Spielen zu punkten. Wir kämpfen weiter.